Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, ich grüße euch zum Samstag. Ich habe hier gerade gelüftet, jetzt habe ich hier 13,7 Grad und da ja auch der kuschelige Pullover. Schön. Ich kann euch aber mit einem neuen Fake-Online-Store einheizen, den ich entdeckt habe. Super Wortspiel. Nun, ich hatte ja schon mal ein Video gemacht über Fake-Online-Stores und da war es aber in der Regel immer so gewesen, dass die schon länger am Markt waren. Und heute habe ich wieder eine Nachricht bekommen, ein tolles Angebot. Damit wird man ja sehr häufig auf entsprechende Seiten gelockt. Das hatte mir hier der Daniel geschickt. Der Daniel. Dabei ging es um einen Monitor. Hatte mir halt gezeigt. Und zwar The Slimmest on the Go Monitor. Hat nicht meinen Namen. Der Shop selbst heißt Itomil. Ist jetzt nicht besonders aussagekräftig irgendwie. Das kann halt ein richtiger Shop sein. Muss kein richtiger Shop sein. Hier ist eigentlich ein Brand auf dem Bild zu sehen von dem Monitor. Aber hier im Angebot selber steht einfach nur der dünnste Monitor überhaupt. Preis 152 und dann halt 33,56 Euro. Das, ja, ich muss zugeben, also bei manchen ist es ja, also viele Fake-Online-Shops, die haben ja meistens Markenprodukte im Angebot, zum Beispiel Smartphones. Also sehr, sehr, sehr beliebte Produkte oder Notebooks oder so. Und dann aber gleich zu Preisen. Also ich erkenne das dann sowieso. Ich sehe dann, welches Gerät das in der Regel ist, weil die haben alle eins immer gemeinsam. Die nennen keine Marke, wenn man es nicht vergleichen kann und sofort sieht, dass es mit den Preisen was nicht stimmt. So, dass man wirklich davon ausgehen könnte, man schlägt jetzt hier ein Schnäppchen, weil man irgendein No-Name-Produkt direkt von der Fabrik kauft zum super Schnäppchenpreis und man hat jede Menge Geld gespart. Aber meistens habe ich bei solchen Shops, ich bekomme das häufig von Zuschauern dann zugeschickt. Hier mal Schuss, schaut dir das mal an. Ist das was Seriöses oder nicht? Oder stell dieses Telefon vor, beispielsweise ja auch. Das ist total super, das ist total günstig. Lies dir das Datenblatt durch und dann der Preis. Dann schaue ich mir das Produkt an und sehe, okay, das ist ein, was weiß ich, ein Yumi, ein Q-Bot oder ein Xiaomi. Ich kenne das Produktbild. Dann die Specs, die stimmt teilweise nicht. Und dann irgendein Fantasiepreis, der viel zu niedrig ist, $50 beispielsweise. Dann merkt man sofort, das kann nicht stimmen. Aber das hier fand ich schon ein bisschen, in Anführungsstrichen, cleverer, weil es ist einfach nur ein Monitor. Ist jetzt nicht unbedingt so ein beliebtes Produkt. Da haben die das sogar hier noch begründet, ja, dass es ein Geburtstagsverkauf ist. Und nachdem 500 Einheiten bestellt wurden, wird der Preis wieder auf $168 angehoben. Und deshalb jetzt hier Sonderpreis, 33 Euro ist ja rückgerechnet auf Euro. Müsste auch ungefähr hinkommen, 152 Euro, $168. Und da sind dann hier so die Daten. Stutzig bin ich vor allem allerdings bei 4K geworden, weil ich wusste, okay, für 33 Euro, selbst für 168 wäre das dann schon, also Dollar, wäre das wirklich schon sehr günstig. Ein 4K-Monitor, ich hatte ja mal auch mal so einen Monitor für unterwegs mal vorgestellt. Dann hat er auch noch Touchscreen, der hat einen eingebauten Akku, 15,6 Zoll, also auch noch ziemlich groß. Und dann auch so von der Optik, naja, sieht das schon ziemlich krank aus. Und da dachte ich, naja, also für 33,56 Euro extrem unrealistisch. Dann steht ja auch noch Sales Ending Soon, also dass der Verkauf bald eingestellt wird. Shipping 7 bis 15 Tage, das ist auch echt realistisch. Facebook Support und natürlich 100% Zufriedenheitsgarantie. Und der wird noch hier geworben. Ja, 40 Tage kann man es zurückgeben, 2 Jahre hat man Garantie. Und dann hier noch die verschiedensten Siegel: Norton Security, McAfee und PayPal, immer so weiter. Dachte ich mir, okay, gut, will ich es an den einen Artikel jetzt nicht festmachen. Was haben sie denn noch so? Eine Kamera, First 3D Scanning und bla bla bla. Irrwitzigerweise auch für 33,57 Euro. 1 Cent mehr, als was der Monitor kosten soll. Dann für 18,14 Euro. So komische Beleuchtung fürs Fahrrad. Reflektoren. Dann dieses komische Dings hier. Ja, das kann man hier. Da kann man das Tablet hier so reinlegen und dann kann man diese Scheibe so umklappen. Dann kann man das abzeichnen. So ungefähr. Für 19,96 Euro. Auch nicht besonders populär. Auch schlecht vergleichbar. Dann hier irgendwie eine kratzfeste Brille und das hier sah ja sofort aus wie ein Mi Band. Könnte eine Kopie von Mi Band sein, ist ja letztendlich kein Markenname draufgeschrieben und die Kopien von den Mi Bändern kosten wirklich um die 10 bis 20 Euro. Also das stimmt sogar in dem Falle, dann ja, ein Bluetooth-Speaker, was aussieht wie eine Figur. Aber fand ich dann auch 31 Euro durchgestrichen 108. Die Preise allerdings, die ähneln sich natürlich alle so extrem. Auch hier, daran wollte ich so ein bisschen festmachen, Projekte auch für 33,57 Euro, erstmal mit alle den gleichen Preis. Können wir sagen, gut, ihr Geburtstag, haben dafür ein spezielles Angebot mit vergleichbaren Produkten, also preislich vergleichbar und können sich dann alle auf einen Preis sozusagen einigen. Und dachte ich, okay, wenn das jetzt ein HD-Beamer ist, dann kann das unmöglich stimmen. War es aber nicht, ist ein 480p-Beamer. Habe ich weitergelesen. Na, was ist ein Gigabyte DDR3-Speicher? Ah, das Ding hat Android 7. Nee, das ist auf keinen Fall für 33 Euro möglich. Schön. Also, jetzt weiter recherchiert, nur anhand der Produkte. Also, jetzt muss man ja schon sagen, es gibt eine ganz, ganz starke Tendenz, allein schon wegen des Angebots, dass das Ganze fake ist. Reicht uns natürlich nicht. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr. Ich habe den Shop gegoogelt, kann ich gleich sagen, der ist vermutlich zu jung.
oder wie dem auch sei, keine, nichts gefunden. Aber man muss ja auch sagen, nur weil ein Shop gerade erst aufgemacht hat oder weil er noch recht jung ist, da gibt es natürlich noch keine Erfahrungsberichte. Die können ja erst entstehen, nachdem die Leute dort gekauft haben. Dann können sie schreiben, ist ein Fake-Shop oder hat einen schlechten Service oder ist alles in Ordnung. Ja, bis dahin. Ne? Man muss ja auch, ein neuer Shop muss sich auch irgendwann mal etablieren können, wenn sie nicht gerade über eBay und Amazon verkaufen wollen. Schön. Also schauen wir uns den Shop mal ein bisschen genauer an und gehen mal runter. Sowas wie Shipping oder sowas interessiert uns jetzt weniger, sondern About Us zum Beispiel. Informationen über das Unternehmen. Lass mal durchlesen, was die so über sich selbst sagen. Und dachte ich mir so, at fine. We love every passion. Whatever you need, it's right here on fine. Was ist fine? Warum steht da nicht at Itome? Dummerweise ist fine wiederum, also das kann man nicht googeln. Das ist viel zu banal, das Wort. Das gibt es tausendmal. Jedenfalls habe ich mir das ein bisschen durchgelesen. Und ist erstmal sehr allgemein gehalten. Und hier auch all kinds of special designs. Bei dem, was die verkaufen, die designen überhaupt gar nichts. Die haben elektronische Produkte im Angebot. Also das klingt mir ja sehr, 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 sehr kopiert, der Text. Contact us. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen war, auch, dass es überhaupt gar nicht shopbezogen ist, dieser Text. Ne? Das macht das Ganze schon mal so ein bisschen mysteriös. Und deshalb schauen wir noch unter den Kontaktdaten. Was haben sie denn so bekannt gegeben? Ja, wer steckt denn hinter Itomel? Meistens ist das ja nur ein Brand, immer diese Shopnamen. Dahinter ist dann irgendein Netzwerk oder halt irgendein Unternehmen mit irgendeiner Bezeichnung, irgendein Sitz irgendwo. Da habe ich mich schon mal sehr gewundert, ne? Also, okay, hier gibt es eine Kontaktmöglichkeit. Ne? Und zwar nicht nur per E-Mail, was man ja nur wirklich faken kann. Nimmt man irgendeine E-Mail oder man stellt sich halt einfach eine. Das sieht mal aus wie eine Adresse, mit der man ständig von Shop zu Shop umziehen kann, ohne dass man jeweils für einen neuen gefakten Shop neue Kontaktdaten generieren muss. Was ich dann aber noch ein bisschen besser fand, ist eben, dass hier eine Telefonnummer hinterlegt ist. 0800 693 2885. Schön. Die kann man ja mal kopieren. Und können wir mal sehen, was sagt denn Google eigentlich zu der Telefonnummer? Und Google bringt uns zu einem ganz anderen Online-Store. Ich vermute mal Marketetti, weil halt Market drin ist. Vermute ich mal, dass das hier ein Online-Store ist. Die haben offensichtlich eine individualisierte E-Mail-Adresse, aber die gleiche Telefonnummer wie unser Shop Itomel. Gut, da könnte man jetzt davon ausgehen, mehrere Stores unter einem Dach. Gleiche Telefonnummer. Aber unterschiedliche E-Mail-Adresse. Schön. Schauen wir uns doch mal. Oh, something went wrong. The shop is unavailable. Mm-hmm. Return to previous page. Google. Ich weiß auch, wo ich herkomme. Okay, dieser Store ist offline. Das ist doch schon sehr mysteriös. Abgesehen davon, dass wir hier sehen, noch ein Store. Ein ganz anderer Store mit der gleichen Telefonnummer. Auch mit Shopify im Übrigen gemacht. Genauso wie unser Store von eben oder auch mit Shopify erstellt. Und wenn man auch diesen Shop versucht zu googeln, genauso auch schon in unserem ersten Store. Itomel oder Itomil, wie immer man das ausspricht. Ich habe das Gefühl, das sind zufällige Buchstabenkombinationen. Dann findet man auch hier keine wirklichen Informationen. Und dann zieht sich das sofort. Hier, seht ihr, was ist das denn? Ich letztes Mal schon mal gehabt, diesen Bug. Okay, hier haben wir das genauso. Auch irgendein Shop, wo man nicht weiß, wie man das aussprechen soll, wo man echt das Gefühl hat, das sind völlig erfundene Worte. Ne? Hier auch. Hier sehen die Worte überall oft verwendet. Kontakt us. Hier haben wir wiederum Klamotten. Auch hier alles wieder mit Shopify gemacht. Teilweise auch gar nicht fertig. Ja, hier Property Rights zum Beispiel, ist gar nichts drin. Wir haben auch immer die gleichen Terms of Service. Da wird unten dann hier bloß die E-Mail-Adresse ausgetauscht. Ja, sehr gut. Und hier haben wir endlich mal ein 1080p Beamer. Für $39. Auch hier sieht man schon ganz stark an den Angeboten, dass das hier unten. Ach, wir sehen ja auch, dass das gleich aufgebaut ist. Ja, also der Store sieht ja fast. Ist ja fast gespiegelt. Und auch natürlich wieder von Shopify. Und hier sieht er Privacy Policy, auch wieder genau das gleiche. Haben bloß wieder die E-Mail-Adresse ausgetauscht. Also das sieht man, die sind im Großen und Ganzen. Ach, Warnung. Mögliches Sicherheitsrisiko erkannt. Schön. Hier wurde also offensichtlich schon mal was gemacht. Wir kümmern uns jetzt aber mal um das Erste. Da habe ich mich was gefunden, deshalb nehmen wir das jetzt. Und suchen mal danach. Wie ihr seht, ich habe schon danach gesucht. Und hier findet man dann auch was. Do not enter. Eine kleine Warnung, ein bisschen Text. Das ist ein nicht vertrauenswürdiger Online-Store. Und zu dem Punkt bin ich auch schon gekommen. Oh ja, und ich bin auch in den Zusammenhang hier auf so einen Blog-Eintrag gekommen von Martin Haunschmidt.
Ja, ist ein bisschen lang. Da geht es, naja, es geht auch um Fake-Seiten, aber in einem anderen Zusammenhang. Ihr kennt ja vielleicht auf Facebook oder auf Yahoo bekomme ich auch ständig. Ist mal so Werbung mit Dieter Bohlen beispielsweise oder Günter Jauch oder hier in dem Fall, den kenne ich jetzt allerdings nicht, Armin Wolf. Man sieht nur das Bild und drunter, wir leiden mit ihnen oder trauern auch um und irgendwas Reißerisches, wo man sich halt, also ich natürlich nicht, weil mich interessiert die ganze Promi-Quatsch überhaupt gar nicht. Aber offensichtlich muss es irgendwie funktionieren, weil sonst würden sie die Werbung ja nicht schalten. Hat natürlich dann immer entsprechend mit dem da abgebildeten Promi überhaupt gar nichts zu tun. Und hier hat einer das mal so aufgedröselt, eben dieser Martin Haunschmidt in seinem Blog. Ich habe das mal komplett durchgelesen, ist wirklich sehr interessant. Und er hat auch extrem viel Recherche betrieben. Wie gesagt, das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Hat auch dann den ganzen Sinn und Zweck dahinter erkannt. Sieht das nach viel aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Das verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Wie gesagt, das ist echt mega interessant. Und wir sehen jetzt über die Telefonnummer, diese Gemeinsamkeiten, wenn man die halt googelt, die kann man ein richtiges Netzwerk von gefakten Shops identifizieren und natürlich umgehen. Ist gut, dass dann die Leute sich halt untereinander austauschen. Ich finde es auch gut, dass dann halt Zuschauer auf mich drauf zukommen und halt fragen. Ja, hier schaut ihr das mal an. Ich kann da wieder ein Video machen und ihr könnt das teilen und immer so weiter. So, dass das sich einfach nicht mehr lohnt, weil die müssen ja die Shops erstellen. Die müssen ja die Website-Adressen müssen die ja letztendlich kaufen. Und es ist ja auch alles mit Aufwand verbunden. Und wenn sich das aber mal nicht mehr lohnt, wenn die Leute nicht mehr drauf reinfallen, dann verschwindet sowas mal hoffentlich wieder, weil die spammen das hier inzwischen ja richtig. Zieht euch das mal rein, was ich hier alles entdeckt habe. Das ist ja echt unglaublich. Hier, das hört gar nicht mehr auf. Hier, zack, 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 Exclusive Ship. What? Alles das Gleiche. Customer Care Ad, hier steht sogar diesmal, ja, hier haben sie einen Fehler gemacht. Schaut mal, hier passt die E-Mail-Adresse diesmal nicht zum Shop. Ist ja klar, ich denke mal, man kommt echt durcheinander, wenn man so einen Haufen Fake-Seiten hintereinander macht. Die müssen ja alle mit Content gefüllt werden, die müssen mit Fake-Artikeln gefüllt werden. Es muss ja alles irgendwie erstmal Sinn machen. Es muss ja erstmal auf den ersten Blick ausschauen wie ein richtiger Store. Tja, und da macht man natürlich auch mal Fehler. Bei den einen hat halt meine Page gefehlt, hier stimmt halt mal die E-Mail-Adresse nicht mit der Website überein. Und abgesehen davon ist auch dieser Store inzwischen schon wieder offline. Lucky Fancy. Was zum Geier, das ist immer das Gleiche. Das ist immer das Gleiche. Also es ist wirklich unglaublich, wie viel Arbeit die hier reinstecken. Paradise Shop. Hier steht Galaxy und hier unten steht auch Galaxy. Also, die haben auch eine About Us-Seite. Mal schauen, was die reingeschrieben haben. No matter where you are, how you are and what you are. Gehen wir zurück zu Itomil. No matter where you are, who you are, what your passion is. Was? Die haben den Text minimal abgeändert. What your passion is and here, what you are passionate about. Ja, Tatsache, die haben den Text ein bisschen abgeändert. That's why in luckyfancy.com you will find a custom collection of every profession. That's why Fine has a tailor-made collection for every job, every hobby, every sport. Ich glaube wirklich, die haben sich hier auch, wir haben es ja gerade festgestellt, dass mal die E-Mail-Adresse nicht zur Website gestimmt hat. Kann sein, dass sie tatsächlich auch irgendeinen Shop haben mit Fine und dass sie auch wieder bloß verwechselt haben. Wenn man so viele Fake-Seiten erstellt, kann einem das, glaube ich, schon mal passieren. Abgesehen davon, dass die hier nirgends wirklich irgendwie ein Unternehmen präsentieren. Es wird immer nur eine Brand kommuniziert, in dem Fall halt die Seite. Und das ist halt auch auffällig. Ja, du sollst an Customer Service at Service on.online schreiben und dann bekommt man natürlich die Adresse. Ja, genau. Die Adresse, die hier sonst nirgendwo steht. Aber jetzt habt ihr schon mal die Telefonnummer. Und damit kann man ja schon mal jede Menge von diesen Fake-Seiten identifizieren, weil ihr habt ja gesehen, dass die diese Telefonnummer alle gemeinsam haben. Würde mich auch nicht wundern, wenn die tatsächlich auch funktioniert. Würde mich auch nicht wundern, wenn die E-Mail-Adressen alle auf einen gleichen Server auflaufen und tatsächlich auch beantwortet werden. Ich meine, jeder Sale, ne, ist ja praktisch den ihr Gewinn, und zwar 1:1. Entweder wird gar nichts verschickt, ich weiß nicht genau, wie die das hier machen, entweder wird dann gar nichts verschickt oder die machen es halt, wie ich es mal letztes Mal festgestellt hatten, bei diesen anderen Fake-Online-Stores, dass die dann halt zum Beispiel Mützen verschicken oder irgendwas anderes Wertloses, sodass die sozusagen gegenüber PayPal den Versand eines Paketes nachweisen können, was ja auch echt clever ist. In dem Falle ist jede Bestellung für die halt ein Gewinn und für euch natürlich dann entsprechend ein Verlust. Schön. Dann danke ich Daniel, dass er mich darauf hingewiesen hat, hier wieder auf ein weiteres ganzes Fake-Online-Store-Netzwerk. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt es mir an moschus@ymail.com. Ich gucke mir das dann gerne an. Ich bin da auch selber immer recht interessiert, was die sich da wieder einfallen lassen, ja, um Leute dann irgendwie in eine digitale Falle zu locken. Ja, wie gesagt, den Artikel hier, den kann ich euch nahelegen. Nicht nur, weil er wirklich informativ ist, sondern weil er auch ziemlich witzig geschrieben ist. Und da hat sich wirklich jede Menge Aufwand betrieben. Hat teilweise auch die irrsten Namenskombinationen, wie zum Beispiel Schindlers Fist, hat er da gefunden. Ja, das ist total krass.
Und auch genauso wie bei mir halt teilweise wirklich ein ganzes Netzwerk. In dem Fall hier an Facebook-Accounts, die alle sehr viel Gemeinsamkeiten haben, also erstellt worden, wie viel Likes die haben. Das, was es da im Netz alles so gibt, das ist manchmal wirklich, wirklich zu krass. Vielleicht habt ihr sowas hier auch schon mal gelesen, auf sowas schon mal gestoßen. Ich schaue mir sowas manchmal auch an. Aber dann nur mit einer Sandbox. Schön. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das wird irgendwas Fantastisches. Auf jeden Fall was Seriöses. Ich gebe euch immer Einkaufsquellen, da kaufe ich auch immer selber ein. Bevor man dann wirklich in so eine Falle läuft und denkt, okay, ich kann jetzt hier 5 Euro sparen oder sowas, geht lieber auf irgendwas Seriösen. Schön. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.